Zum Auftakt der vierten Bundesliga-Runde liefern die WSG Tirol und Austria Klagenfurt ein sehr chancenreiches Spiel ab. 22. Minute, Diarra im Zusammenspiel mit Butler und dann klärt Niklas Serenci in allerhöchster Not, verhindert in letzter Sekunde das Eigentor von Robatsch. 10 Minuten später auf der Gegenseite Toschewski und Stejskal. Die nächste so wichtige Parade des WSG-Keepers in dieser Saison. Doch auch die Hausherren werden mit dem Kopf gefährlich, und zwar durch den völlig freistehenden Mamadou Diarra. An guten Tagen bringt er den wohl auch aufs Tor. Auch im zweiten Spielabschnitt die WSG mit mehr Ballbesitz, aber die Kärntner mit den besseren Chancen. Toschewski prüft Stejskal. Dann auf der Gegenseite 65. Minute Stefan Skrbo und Marco Knaller hält die Null für sein Team fest. Wenige Sekunden später, wir schwenken auf die Gegenseite, Wernitznik mit dem Auge für David Toschewski, 1:0. Die Führung für die Kärntner, die also die besten Chancen haben, erstmals in der laufenden Meisterschaft als Sieger vom Platz zu gehen. Und das tun sie dann auch, weil sie die besseren Chancen auch nach dem Führungstreffer haben, wie hier durch Christopher Zwetko. Am Ende also der Kärntner Sieg, beide Teams nach 4 Spielen mit 4 Punkten.